Rüdiger, moin moin aus Hamburg. Willkommen bei Thomas Elektronik. Wir haben heute einen spontan interessanten Neuzugang im Audiobereich, und zwar den Name Muso Cubi. Name ist vielen von euch sicherlich als ein high-endiger Audiohersteller bekannt, und mit diesem Anspruch startet Name nun auch in den Bereich der kompakten Audiosysteme. Das Cubi ist so ein Alleskönner. Was mir sofort spontan auffällt, erstmal in Sachen Verarbeitung: das ganze Gerät ist massiv verarbeitet. Ein sattes, tolles Drehgefühl beim Bedienen des Lautstärkereglers. Und es klingt hervorragend. Wofür könnt ihr ihn nutzen? Ihr könnt ihn mit einem optischen Eingang oder einem analogen Eingang, mit Fernseher, mit einem analogen iPod-Ausgang verbinden, mit einem Tape-Deck, was auch immer. Und natürlich beherrscht er die ganze Klaviatur des Netzwerk-Streamings. Das heißt, Streaming-Dienste wie Spotify, Tidal könnt ihr nutzen, Internetradio. Wenn ihr einen heimischen Musikserver habt, auf dem eure Musik sozusagen lagert, greift ihr einfach mit der App darauf zu. Und der Muso Cubi macht daraus einen hervorragenden Sound. Das ganze Gerät arbeitet tatsächlich in Stereo. Wir gucken einmal ein bisschen auf die Lautsprecherbestückung. Jetzt wird es also technisch. Hier sehen wir also einmal eine richtig aufwendige Lautsprecherbestückung mit richtig aktivem Tieftonsystem an der Seite. Vorne nochmal unterstützt durch ein Dreiwegesystem. Und das verleiht dem Cubi wirklich ein sehr, sehr erwachsenes Klangbild. Den Muso Cubi könnt ihr mit der kostenlos erhältlichen Name App mit eurem iPhone, iPad, Android oder iOS-Gerät steuern und auch ganz konventionell über die optional erhältliche Infrarotwerbung. Soweit die allerersten Infos zu dem neuen Name Muso Cubi. Wenn ihr Fragen dazu habt, ruft uns an, meldet uns an über shop@thomaselektronik.de oder telefonisch unter 040 410 04 540. Ich freue mich auf eure Fragen, auf euren Kontakt oder auf euren Besuch. Also bis bald mal wieder. Tschüss!